Schneider! Heute möchte ich mit euch über die Entwicklung des Superhelden-Genre in Japan und den König der Manga sprechen. Er hat den Weltrekord für die meisten veröffentlichten Comics mit 770 Manga und 128.000 Seiten inne. Außerdem hat er Tokusatsu ins goldene Zeitalter geführt. Macht die Bühne frei für Shotaro Ishinomori, Chapter 1, Japans Superhelden und Anfangsjahre. Wenn ihr an Superhelden denkt, dann denkt ihr doch automatisch an kostümierte Helden wie Batman oder Superman. Aber die moderne Idee eines Helden mit Umhang wurde eigentlich in einer Straßenecke in Tokio geboren. Kamishibai oder Papiertheater war eine Form der Unterhaltung, bei der reisende Geschichtserzähler an Straßenecken eine kleine Theaterbox aufstellten. In diesen provisorischen Boxen wurden eine Reihe von Illustrationen gezeigt, durch die eine Geschichte erzählt wurde, ähnlich wie in einem Bilderbuch. Und diese Geschichten waren meist Superheldengeschichten. Während des Zweiten Weltkrieges war das Kamishibai auch ein wirksames Mittel zur Verbreitung von Nachrichten und war wohl eine der ersten professionelleren Nachrichtensendungen. Shish, wild. 1931 schuf Suzuki Ichiro und Takeo Nagamatsu Billy Bat. Ich meinte natürlich Ogon Bat, übersetzt goldene Fledermaus. Ogon Bat ist ein zeitreisendes Wesen, das gegen das Böse kämpft. Er ist unbesiegbar, verfügt über übermenschliche Kräfte und kann, weil er eine Fledermaus ist, natürlich fliegen. Ja, richtig gehört, Batman ist ein Ogon Bat-Klon. Benannt nach einer Zigarettenmarke gilt Ogon Bat allgemein als der erste Superheld der Welt. Rauchkinder und ihr werdet so cool wie er. Als Vorläufer von Manga und Anime blieb das Kimishibai bis in die 1950er Jahre sehr populär, wurde dann aber weitgehend von Fernsehen abgelöst. 1957 kam Super Giant, Japans erster Superheld, ins Kino. Super Giant, der im gleichnamigen Kurzfilm debütierte, war ein unbesiegbares Wesen vom Smaragdplaneten. Er reist durch den Weltraum und verteidigt die Erde sowohl vor Terroristen als auch vor übernatürlichen Feinden. Im folgenden Jahr feierte Moonlight Mask Premiere und wurde zum ersten Superhelden im japanischen Fernsehen. Die von Kohan Kawuchi entwickelte und von Toei produzierte Serie Moonlight Mask war mehr oder weniger die Vorlage für alles, was danach kam. Es ist eine Tokusatsu-Serie. Das ist in Japan der Begriff für Live-Action-Filme oder Fernsehdramen, die stark auf Spezialeffekte ohne Computerbearbeitung setzt. Zum Beispiel Godzilla, in deren der Schauspieler in ein Godzilla-Kostüm steckt und durch eine Modellbaulandschaft geht, um so halt den Effekt der Größe zu erzeugen. Mit Gamera zusammen waren diese Tokusatsu-Serien zu dieser Zeit sehr erfolgreich. Bei Moonlight Mask ging es um einen maskierten Helden, dessen Identität nie enthüllt wurde. Die Produzenten waren so sehr auf das Geheimnis bedacht, dass im Abspann der Serie die Rolle der Mondscheinmaske lediglich mit einem Fragezeichen versehen ist. Der Held war bei den Kindern sehr beliebt, wurde aber abgesetzt, als ein Kind bei der Nachahmung eines Stunts, den es in der Sendung gesehen hatte, starb. Deshalb kam auch die Bitte nicht nachmachen Info vor jeder Sendung. Dennoch war der Erfolg von Moonlight Mask der Startschuss für die Toei Superhelden. In den nächsten 20 Jahren entstanden mehrere neue Helden, die alle vom Filmstudio Toei produziert wurden, aber immer einer ähnlichen gleichen Formel und Ästhetik folgten. Toei war auf der Suche nach neuem Material wegen den sinkenden Quoten und fragte eine den erfolgreichsten Mangaka zur Zeit an, Shotaro Ishinomori. Chapter 2. Shotaro Ishinomori Anfangsjahre. Doch wer war er? Wir springen jetzt wieder zurück ins Jahr 1938. Geboren am 25. Januar in der Stadt Portemonnaie in der Präfektur Miyagi in Japan. In der Mittelstufe hat er mit dem Manga-Lesen angefangen. Er gründete einen Manga-Club. Als Jugendlicher nimmt Shotaro auch an ein paar Manga-Wettbewerben teil und gewinnt sogar ein paar von ihnen. Shotaro ist aufgewachsen in einem streng konservativen japanischen Haushalt. Der Vater missbilligte seinen Traum, Manga-Künstler zu werden und wollte, dass er ein produktives Mitglied der Gesellschaft wird. Manga ist brotlose Kunst zu der Zeit. Seine ältere Schwester Yoshi jedoch unterstützt den jungen Künstler auf seinen Weg. Mit ihrem gesparten Geld zieht er nach Tokio, um in der Manga-Industrie arbeiten zu können. Ein klein wenig später wird er unter dem legendären Osamu Tezuka arbeiten. Ihr wisst es schon, eigenes Video. Shotaro wurde in der Manga-Industrie eingewiesen und Tezuka zeigte ihn, wie Anime gemacht wurden, indem er ihnen eine Tour bei Toei Animation ermöglichte, die zu dieser Zeit die Adaption des klassischen chinesischen Märchens Die Reise in den Westen machten. Shotaro trifft auch andere ausstrebende Manga-Künstler vor Ort, wie Fujiyoko Fujio,
Schöpfer von Doraemon, auch Fujio Akazuka, den Schöpfer von Osomatsu-kun, und Jiro Tsunoda, der den Weg für den modernen Horror-Manga ebnete. Alle drei wurden schnell Freunde. Shotaro wird dann Manga für das Weekly Shonen Magazine machen. Die ersten beiden Serien von ihnen sind Secondary Angel 1954 und Ryujin Numa 1957. Ryujin Numa erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der seine Familie in den Bergen besucht, um herauszufinden, dass es einen Drachengott gibt, der dort im Teich lebt. Allerdings gibt es viele Leute, die den Namen aus Gier des Drachens ausnutzen wollen. Dieser Manga war der Vorläufer des modernen Shoujo-Manga und sollte eine Year 24 Group beeinflussen. Es gab sogar einen kritischen Ton über Religionen, die den Namen ihrer Götter für den persönlichen Vorteil nutzten. Zu dieser Zeit außergewöhnlich. 1958 wurde Shotaro von einer Tragödie heimgesucht, als seine ältere Schwester im Alter von 23 Jahren an Asthma starb. Shotaro war am Boden zerstört und dachte darüber nach, die Manga-Industrie ganz zu verlassen und aufzugeben. Doch da seine Popularität stieg, entschied er sich, auch in Ehren von seiner Schwester, weiter an Ryujin Numa zu arbeiten. Ich habe den Manga gelesen und ich muss sagen, die Trauer von ihm fängt das Werk gut ein. Vielleicht wurde es auch deshalb so erfolgreich. Außerdem änderte Shotaro zu dieser Zeit seinen Nachnamen von Onodera in Ishinomori, was der Name seines Viertels war, in dem er in Tomoe lebte. Er las quasi seine konservative Familie hinter sich, mit der er ohne seine One-chan nichts mehr zu tun haben wollte. Als 1963 Ryujin Numa endete, dachte Ishinomori, dass es Zeit für eine Veränderung war. Er nahm ein Darlehen seines Verlegers in Höhe von 2 Millionen Yen auf und unternahm eine Weltreise. Eines der Länder, die er besuchte, waren die Vereinigten Staaten. In Amerika nahm er an der World Sci-Fi Convention teil, wo er auf das Konzept eines Cyborgs stieß. Ein Wesen, das halb Mensch und halb Maschine war. Er nutzte dieses Cyborg-Ideen und seine Reiseerfahrung, um einen neuen Manga zu schaffen. Eines seiner bekanntesten Werke. Chapter 3 – Manga-Durchbruch. 1964 schuf Shotaro Ishimori den Cyborg 9. Cyborgs waren die Waffen des Krieges. Eine böse Organisation namens Black Ghost entführt neue Menschen aus der ganzen Welt, um sie in Supersoldaten, also Cyborgs, zu verwandeln. Doch dank des ehemaligen Black Ghost-Wissenschaftlers Dr. Gilmore entkommen die 9 und wehren sich nun gegen die Black Ghosts und stoppen ihre Pläne zur Weltherrschaft. Das Team besteht aus dem jungen, hochintelligenten Cyborg 1, dem gelassenen, doch einwilligen Cyborg 2, den weiblichen, unsensiblen Cyborg 3, die über ein verbessertes Hörvermögen verfügte. Ey, was ist deine Superkraft? Ich hab ein Hörgerät. Den zynischen Cyborg 4, dessen ganzen Körper eine Waffe war. Der stille und so aufgeregte Cyborg 5, der superkräftig war. Der feuerspeiende, kulinarische Cyborg 6. Cyborg 7, der seine Gestalt verändern konnte. Cyborg 8, der die Fähigkeit hatte, kurz auf dem Wasser zu reisen. Und die freundliche, tapfere Titelfigur der Serie Cyborg 9. Der die Kraft der Supergeschwindigkeit hatte. Cyborg 9 war seiner Zeit weit voraus. Es war eine Geschichte, die Vorurteile, den Kalten Krieg und den Umweltschutz behandelte. Also im Grunde Probleme, mit denen wir auch noch heute konfrontiert sind. Cyborg 9 wurde auch dadurch berühmt, dass es das erste Team mit einem schwarzen Mann als Hauptbestandteil des Teams war. Cyborg 8 war der erste schwarze Superheld der Geschichte, noch vor Black Panther. Die Cyborg-Serie wird nun das Aushängeschild im japanischen Superhelden-Franchise als auch dem Shonen-Genre im Allgemeinen. Es wurde auch eine Art Prototyp für jede spätere Arbeit Ishinomoris. Neben den Cyborg 9 arbeitete Ishinomori auch an anderen Manga mit verschiedenen Genres. Dazu gehören Sarutobi Ichan, eine Geschichte über das normale Leben eines kleinen Mädchens, das zufällig das Gespür des legendären Ninja Sarutobi Sasuke Sabu hat, und Sabuto Ichi Porimono Hikae, Detektivgeschichten über Samurais, die während der Edo-Periode in Japan Rätsel und Verbrechen aufklärten. 009 ein Spionagemanga, der im Grunde eine weibliche Version von James Bond war und trotz seines Namens keine Verbindung zu Cyborg 009 hatte, und viele, viele andere. Fun Fact: Zu dieser Zeit wurde Ishimori auf Go Nagai durch einen Manga-Wettbewerb aufmerksam. Er nahm ihn unter seine Fittiche und bildete ihn etwa 3 Jahre lang als Assistent aus. Nagai fühlte sich wohl und wagte mit seiner Hilfe den Sprung ins professionelle Verlagswesen, indem er Dynamic Productions gründete
und damit eine neue Manga-Genre-Welle einleitete. Aber zurück zu Ishinomori. Er war auf den Höhepunkt seiner Manga-Karriere und, ihr erinnert euch, Toei fragte bei ihm an. Sie baten Ishinomori, ein Manga zu verfassen, der dann als Live-Action-Fassung umgesetzt werden kann, weil ja ihre Superhelden-Serie sehr schlechte Quoten eingefahren hatte. Chapter 4. Tokusatsu Henshinbu. Er schuf den Superhelden-Manga Skullman. Skullman war die Geschichte eines jungen Milliardäres und Playboys, der auf Rache aus war, nachdem seine Eltern vor seinen Augen getötet worden waren. Ja, gewisse Ähnlichkeiten sehe ich auch. Aber im Gegensatz zu Batman hatte der Skullman einen Butler, der sich in schreckliche Kreaturen verwandeln konnte, und der Skullman war bereit, jeden zu töten, der ihm in die Quere kam. Und ich meine jeden. Egal ob unschuldig oder schuldig, man war nix weiter als ein Kollateralschaden für den Schädelmann. Ganz Bikini Bottom kennt nur noch ein einziges Thema, der mysteriöse Skullman, der den Leuten hilft. Er hat mein Toupet gefunden. Naja, er hilft den Leuten und er fliegt und er hilft den Leuten. Dem Produzenten von Toei war das zu extrem für eine Kinderserie. Also wurde die Idee ein wenig abgeändert. Mit dem beibehaltenen Design wurde der Schädelmann zu einem Prototypen eines der berühmtesten Werke von Ishinomori. Carmen Ryder. Lange Geschichte kurz, es beginnt alles mit Shocker, einer Organisation von ehemaligen Nazis, die versuchen, die Welt zu regieren. Dieses Ziel zu erreichen, hat Shocker Menschen entführt und verwandelt sie in eine Armee von Cyborg. Also wieder ein gleicher Plot wie Cyborg 9. Wegen Detektiv Conan habe ich mir damals Carmen Ryder mal die erste Staffel angeschaut. Ich muss sagen, ich war positiv begeistert. Takashi Hongo ist ein hochintelligenter Motorradfahrer und Student. Er wird entführt und in einen Cyborg verwandelt. Doch bevor Shocker ihn umprogrammieren können, entkommt Takahashi und widmet als Carmen Ryder sein Leben der Bekämpfung des Bösen von Shocker. Carmen Ryder ist keine Serie, bei der man eine ausgefeilte Story erwarten kann. Der Plot ist voller Klischees, man hat sehr einfallslose Gespräche und viele Wiederholungen. Außerdem war Carmen Ryder nie wirklich auf dem neuesten Stand der Technik und man merkt ihn seinem Alter an. Toei hatte auch zu dieser Zeit wenig Budget. Ohne viel Geld treten sie viel in japanischen Landschaften und Industriekulissen. Die Schocker-Monster sind sowohl vom Design als auch von der Ausführung her sehr gewöhnungsbedürftig. Supermonster auf Wisch bestellt, würde man heute sagen. Carmen Ryder, der motorradfahrende, grashüpferähnliche Superheld mit Windkraft, hat den Begriff Henshin erfunden und populär gemacht. Das ist das Konzept, bei dem eine Figur spezielle Wörter oder Phrasen ruft, um sich zu verwandeln. Auf dieses Konzept haben sich dann andere Superhelden und magische Mädchen in den vielen Jahren danach, wie zum Beispiel Sailor Moon, verlassen. Toshimori hat Henshin erfunden. Carmen Ryder dabei zuzusehen, wie er seine Angriffe schreit, während er auf absurden Weisen einen endlosen Vorrat an Handlangern zur Strecke bringt, ist fantastisch. Genau diese Absurdität, finde ich, ist das Highlight der Serie. Hier einer meiner Lieblingsszenen. Hitler's Treasure! Das ist nicht wahr!
Laser! Kamen Rider hatte ja wenig Budget zur Verfügung. Das machte es notwendig, sich auf kreative Methoden zu stützen, um den Mangel an üblichen Spektakel auszugleichen, den Tokusatsu normalerweise bietet. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Serie so sehr auf ihre eigenwillige Komposition und ihren Schnitt stützte. Von Rückwärtsaufnahmen und sprunghaften Schnitten bis hin zu exzentrischen Kamerawinkeln, Zeitlupen und wackeligen Kameras, die viele in der Anime-Industrie begeistert und inspiriert haben. Übrigens auch ein Stil, den eine gewisse Daikon-Firma beeindruckt hat. Viele Tricks werden verwendet, um das aufzupäppeln, was eine öde Handlung hätte sein können. Hier ist mal ein Beispiel für umgekehrtes Filmmaterial, bei dem der Schauspieler offensichtlich am Baum hing und das Filmmaterial umgekehrt wurde, um zu suggerieren, dass er hochgesprungen ist, um den Ast zu ergreifen. In der nächsten Szene führt die Umkehrung des Filmmaterials zu dem amüsanten Anblick der Bösewichte, die bergauf rollen. Oder hier, als Kamen Rider von Schockern umzingelt ist. Das beschleunigte Filmmaterial und die schnellen Sprünge erzeugen einen trippigen Effekt, was den Naruto-Schöpfer später als Inspiration dienen sollte. Wenn Bösewichte sterben, lösen sie sich entweder auf oder zerfallen in Schaum. Übrigens liebt die Serie Sprünge. Die Figuren springen doppelt und manchmal dreifach in die Luft, als wären sie It's a Mario. Manchmal treffen Tritte und Schläge nicht einmal, und trotzdem stürzen die Bösewichte über Klippen. Warte, das kann ich besser! Außerdem nimmt Kamen Rider immer diese geile Pose ein, was vermutlich den Depp erfunden hat. Und auch seine plötzlichen dramatischen Auftritte sind einfach Zucker. Amen. Ein weiterer Pluspunkt von Kamen Rider ist die sympathische Darstellerriege, die im Zentrum des Ganzen steht. Insbesondere die der beiden prominentesten Charaktere, Takeshi Hongo und Tobi Tachibana. Letztere gespielt von Kobayashi, der in Tokusatsu eine Berühmtheit ist und von der Menge an Auftritten wohl bis heute unerreicht ist. Hiroshi Fujioka als Takashi Hongo ist die perfekte Wahl für die Hauptfigur gewesen. Nicht nur singt er den Titelsong selber, sondern ist auch im echten Leben ein Superheld. Er geht viel in Krankenhäuser für Kinder verkleidet als Kamen Rider und versucht immer Kindern eine Freude zu machen. Nachdem er sich bei einem Stunt verletzt hatte, hat er das in einem Interview preisgegeben. Könnt ihr pausieren und lesen, dieser Mann ist einfach eine Legende. Kamen Rider war in Japan und im asiatischen Raum ein großer Erfolg, sodass es sogar Fortsetzungen gibt, die bis zum heutigen Tag andauern. Doch warum ist es in Japan überhaupt so beliebt geworden? Dazu muss man wissen, Schocker ist mächtig und in der Elite verankert. Es war alleine Hongo-san, der das einfache Volk Japans verteidigte. Im japanischen Kollektivismus ist es schwer und nicht erwünscht, herauszustechen oder die Elite zu kritisieren. Ganz alleine, ohne Sidekick, trägt Hongo die Last aller auf seinen Schultern. Diese Last auf sich zu nehmen, um für Wahrheit, Gerechtigkeit und das Wohl der gesamten Menschheit einzutreten, genau das macht diesen Helden für alle Japaner aus. Kein Kind der 70er und 80er Jahre kennt Kamen Rider nicht als das Ideal, sollte viele Mangaka als Idealbeispiel beeinflussen. Ishinomori hat mit dieser Serie Tokusatsu ins goldene Zeitalter geführt. Auch sollte er dann noch andere Tokusatsu-Helden produzieren. Er war sozusagen Stan Lee und Jack Kirby in einer Person für japanische Helden. Hätten wir zum Beispiel den Roboter-Detective, in der sich ein altgedienter Polizist mit einem Roboter zusammentut, Osma, ein mutierter Superheld, die gegen böse Roboter kämpft und sich in einen Ninja verwandelt, Arashi, ein Held, der Japan vor bösen Organisationen schützt, und Android Kikaida, ein Android, der wissen will, was es wirklich bedeutet, ein Mensch zu sein. Und viele, viele, viele mehr. In Japan waren sie alle sehr erfolgreich und beliebt. Im Ausland waren sie nicht wirklich bekannt. Nur in Italien, Mexiko und ein bisschen Frankreich haben die Serie einen starken Anklang gefunden. Es dauerte noch 3 Jahre, bis eine bekannte Serie die Köpfe von Millionen von Menschen weltweit für die nächsten Jahre eroberte. Chapter 5 – Tokusatsu – Goldene Zeit und Tod. 1975 feiert die Super Sentai Serie mit der ersten Serie namens Sentai Eagle Ranger ihre Premiere. Eine böse Organisation, bekannt als die Armee des Schwarzen Kreuzes,
droht die Welt zu übernehmen. Die Vereinten Nationen gründen daraufhin eine Friedenstruppe, bekannt als die Erdwächterliga. Nachdem die Armee des Schwarzen Kreuzes den japanischen Zweig der Erdwächterliga zerstört hat, werden 5 Überlebende vom General of God rekrutiert, der ihnen einige bunte und leuchtende Anzüge schenkt, um das Schwarze Kreuz zu bekämpfen. Diese bunten und leuchtenden Anzüge sollten der Grundstein des modernen Tokusatsu-Genres sein und viele Nachahmer und Fortsetzungen inspirieren. Marvel wurde auf die Serie aufmerksam und schlug Toei eine Zusammenarbeit vor, um Super Sentai auf den ausländischen Markt einzuführen. Ziel dieser Partnerschaft war es, die Brands auszutauschen, wobei jedes Unternehmen das Publikum des anderen kennenlernen sollte. Das Ergebnis war Toku Spider-Man, der sich in Japan großer Beliebtheit erfreute, aber Toeis Export Taiyo Sentai Vulcan konnte das Interesse der Amerikaner nicht wirklich wecken. Erst Anfang der 90er Jahre gelang Super Sentai der Durchbruch. Aber was für ein Durchbruch. Der Produzent Haim Saiban, inspiriert und angeleitet von Ishinomori, schuf die... Die Power Rangers wurden zu einem Phänomen der Popkultur, genau wie Super Sentai. Aber zurück zu Ishinomori. Er wird weiterhin in der Manga- und TV-Industrie arbeiten und eine Vielzahl von Werken schaffen. In den 1990er entsteht eine Manga-Adaption von The Legend of Zelda: A Link to the Past in der Zeitschrift von Nintendo Power. Um 1997 wird Ishinomori am großen Finale der Cyborg-Serie 9 namens God's War arbeiten, das er leider nie fertigstellen wird, da am 28. Januar 1998, 3 Tage nach seinem Geburtstag im Alter von 60 Jahren an Herzversagen stirbt. In Japan ist Ishinomori buchstäblich zum Helden mutiert. Es gibt ein Museum, das in seiner Heimatpräfektur Miyagi steht. Auch noch heute werden einige seiner Mangas als Anime verfilmt, wobei einige gut und andere eher nicht so gut sind. Was bleibt noch zu sagen? Shotaro Ishinomori hat seiner Schwester zuliebe ein Andenken geschaffen und das ist wirklich schön. Wenn wir an Superhelden denken, sollten wir eigentlich Stan Lee, Jack Kirby und Ishinomori in einen Atemzug nennen. Leider ist sein Name im Westen überhaupt nicht bekannt und auch nicht so bekannt wie andere Mangaka wie zum Beispiel Tezuka oder Gu Nagai. Aber den Einfluss des König des Mangas mit 770 Manga sollte nicht in Vergessenheit geraten werden, da seine Werke wirklich viele inspiriert hat und das Superhelden-Genre in Japan begründet hat. Auch noch heute versuchen viele seine Legacy zu erhalten, wie zum Beispiel Hideaki Anno mit dem Film Shin Kamen Rider, den ihr jetzt mal unbedingt anschauen solltet. Dann danke fürs Zuhören und bis bald. Oh ja, wataru kaze hyo hyo to. Hitori yuku, hitori yuku, kamen rider. Hanashimi o kamishimete, hitori hitori tatakau. Saredo waga tomo, waga furusato. Hitori demo, hitori demo, mamoru, mamoru.